Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in den nächsten Minuten zeige ich dir, wie leicht die Velara von Schnittgeflüster genäht ist. Viel Spaß! Die Velara ist ein toller Hosenschnitt, der in sämtlichen Größen wirklich super sitzt und sich aus den verschiedensten Materialien schnell und einfach nähen lässt. Im Video zeige ich dir die einzelnen Schritte und verrate dir auch später meinen Trick, wie ich das Gummi in den Hosenbund ohne Gefummel bekomme. Die Hose, die ich gleich nähen werde, ist aus einem leichten Jeansstoff mit etwa 5% Elastananteil und ich nähe ihn nach dem Schnitt für dehnbare Stoffe. Die Velara bekommt zwei Eingrifftaschen und eine Fellknopfleiste und ich habe die Beine etwas verlängert. Erstens die Schnittteile. Das hier sind die Teile, die wir für eine Velara brauchen. Das ist einmal hier ein Hosenbein vorne, jeweils gegengleich zugeschnitten, also zweimal vorne. Dann haben wir hier einmal das Hosenbein hinten, auch zweimal zugeschnitten, gegengleich für linkes und für rechtes Bein. Wir haben hier einmal den Bund, da kommt später dann das Gummi noch rein. Wir haben hier einmal die Taschenklappe, wir haben den Taschenbeutel und wir haben hier die Fake-Knopfleiste. Ihr habt hier auf dem Schnitt noch ein paar Markierungen. Das hier ist zum Beispiel die Markierung, falls ihr die Velara in kurz machen wollt. Und ganz wichtig, hier ist die Verlängerungslinie. Die braucht ihr ganz dringend, wenn ihr die Velara verlängern wollt. Ich habe es in diesem Fall hier etwas anders gemacht. Ich habe hier an der Verlängerungslinie mir die Markierung gemacht, das Hosenbein etwas weiter rauslaufen lassen und insgesamt um 10 cm verlängert. Ich übertrage mir den Schnitt immer auf Malerfolie. Da kann man das ganz gut sehen, wie das genau geht. Könnt ihr euch in einem anderen Video von mir angucken. Zweitens, die Abnäher. Bei dem Abnäher habe ich hier jetzt vorne die beiden Kanten übereinander gelegt. Die kann man sich jetzt hier ganz praktisch mit so Klammern fixieren. Und dann gehe ich mit der Nähmaschine ganz gerade einmal im entsprechenden Abstand der Nahtzugabe hier entlang. Wichtig ist, dass du dich anhand dieser Kante orientierst und nicht dem Knick von dem Hosenbein folgst. Je größer der Bauch von euch ist, desto sinniger ist es, die Abnäher in einem ganz leichten Bogen zu nähen, denn dann fällt die Velara noch schöner. Der Abnäher wird nun ganz gerade entlang der Kante angenäht. Da ich hier den Nähfuß an der Seite habe, kann ich mich daran orientieren und lasse nun ganz leicht auslaufen. Und so sieht dann der entsprechende Abnäher aus. Die überstehenden Kanten werden jetzt noch mit der Overlock-Maschine versäubert. Drittens, die Taschen. Als nächstes werden die Taschenbeutel angenäht. Dazu musst du den Taschenbeutel auf das Teil der Hose legen und kannst es dir dann entsprechend fixieren. Das gleiche natürlich auch einmal auf der anderen Seite. Der Taschenbeutel wird dann auch immer im gleichen Abstand zum Nähfuß angenäht. Als nächstes wird die Taschenklappe angenäht. Wir haben hier das eine Hosenbein mit dem schon angenähten Taschenbeutel. Dieser wird nun zur Seite geklappt und die Taschenklappe auch entsprechend dem Rand fixiert. Im Anschluss wird einmal die Außennaht einmal komplett hier entlang genäht, bis zum Schluss. Das gleiche natürlich auch auf der anderen Seite. So sehen die beiden Hosenbeine dann aus. Hier ist jeweils die Tasche schon mal zurechtgelegt
Und hier wäre der Eingriff. Damit sich der Taschenbeutel nachher nicht nach außen stülpt und damit das Ganze hier auch nochmal wieder ein bisschen Jeans-Charakter bekommt, werde ich nun hier einmal knappkantig entlang steppen. Wichtig dabei ist, nicht den Taschenbeutel mit festzunähen, sondern wirklich nur hier einmal entsprechend der Linie und der Kante einmal entlang zu steppen. Damit die Hose jetzt ihren klassischen Jeans-Charakter bekommt, steppe ich die Nähte mit einem bronzefarbenen Garn ab und damit die Naht ein bisschen dicker wird, mit einem Dreifachstich. Zwischendurch immer mal kontrollieren, dass die Kanten hier auch wirklich exakt übereinander liegen. Das Ganze wiederhole ich dann auf der anderen Seite. Und somit habe ich jetzt hier einmal knappkantig den Eingriff zu der Tasche abgestimmt. Die Schrittnähte. Als nächstes werden die Schrittnähte geschlossen. Das ist bei dem vorderen Hosenbein einmal hier entlang, einschließlich der Fake-Knopfleiste, die jetzt hier dazwischen liegt. Bei dem hinteren Hosenbein das gleiche, einmal hier die Wölbung entlang. Im Anschluss versäubere ich das Ganze noch mit der Overlock. Als nächstes werden die Seitennähte geschlossen. Dazu lege ich das vordere Teil auf mein hinteres Hosenteil und fixiere dort die Außenkanten mit den Clips. Da ich die Clips von der Tasche hier schon einmal drauf habe, kann ich nun ganz bequem den hinteren Hosenteil an den vorderen fixieren und gehe dann hier das Bein weiter runter, bis ich am Ende des Beines angekommen bin. Das gleiche mache ich dann natürlich auch auf der anderen Seite. Wenn ich hier an dem Taschenbeutel angekommen bin, muss ich hier nochmal kontrollieren, ob ich auch wirklich alle Schichten von der Hose mit habe. Also einmal der hintere Hosenteil, dann kommt hier der Teil von vorne, dem Hosenteil und der Tasche und dann der gesamte Taschenbeutel. Das muss alles ganz platt gerade liegen und in der Kante hier komplett bündig. Die Außennähte habe ich hier jeweils noch mit der Overlock einmal versäubert. Als nächstes wird die Innennaht geschlossen. Das funktioniert genauso wie außen. Ich muss mir die Kanten suchen und sie übereinander legen. Damit ich hier oben im Schritt auch tatsächlich übereinander bin, orientiere ich mich als allererstes in der Mitte vom Schritt, fixiere mir hier das mit der Klammer und arbeite mich dann das Bein herunter. Das gleiche mache ich natürlich auch in die andere Richtung. Dann wird die Naht in einem Rutsch beginnen von dem einen Bein über die Mittelnaht bis zum Ende des anderen Beines in einem Rutsch geschlossen. Jetzt habe ich auch einmal die innere Naht geschlossen und nochmals mit der Overlock versäubert. Der Bund. Als nächstes wird nun oben der Bund angenäht. Ich habe die kurze Seite hier jetzt einmal geschlossen und nun wird der Bund einmal über die Längsseite zusammengelegt. Damit er sich nicht wieder öffnet, fixiere ich mir den hier einmal entsprechend mit den Klammern. Das hat auch den großen Vorteil, dass ich an dieser Stelle schon meinen Bund vierteln kann. Das heißt, ich orientiere mich zunächst an der Mittelnaht, die ich geschlossen habe, suche mir dann die gegenüberliegende Seite, markiere mir das dann da mit einem Clips und lege dann beide Clipse übereinander. Somit habe ich automatisch die anderen beiden Seiten auch so, dass ich sie mir hier markieren kann und so meinen Bund entsprechend geviertelt. Als erstes orientiere ich mich hinten
an der Mittelnaht. An dieser Stelle wird auch die Naht von meinem Bund angenäht. Das heißt, Naht auf Naht. Weil ich hier den Clips schon habe, brauche ich das an dieser Stelle nur einmal fixieren. Nun drehe ich mir die Hose so rum, dass ich den Clips auch vorne an der Mittelnaht habe. Einfach Clips dran und schon habe ich die Hose an zwei Stellen fixiert. Einmal hinten und einmal vorne. Als nächstes werden dann die Seiten fixiert. Dafür setze ich die Hose ein bisschen unter Spannung und sehe nun, dass hier der Clips dort auch an die Hose fixiert wird. Dieser Clips, der hier ist, ist noch von unserer Eingrifftasche. Damit die uns beim Zusammennähen nachher auch nicht umklappt, fixiere ich mir das mit dem Clips direkt mit. Das Ganze dann auch auf der anderen Seite. Ich habe hier einmal den Clips von hinten und den Clips von vorne. Ziehe mir das ein kleines bisschen auf Spannung und fixiere dort mit dem Clips den Bund an der Hose. Und der Clips, der hier schon da war von der Eingrifftasche, den fixiere ich so einfach mal am Bund. Laut Anleitung würdest du nun einmal den Bund an die Hose rundherum festnähen, hier ein kleines Loch lassen, das Gummiband reinziehen, im Anschluss das Gummiband zusammennähen und diese Naht hier schließen. Und damit ihr die richtige Länge für euer Gummiband findet, legt ihr das Gummiband einfach über euren Hüftknochen, führt es nach vorne, zieht es ein bisschen, wirklich minimal auf Spannung und nehmt hier etwa nochmal 2 cm mehr Gummi, damit ihr das, wenn ihr es abgeschnitten habt, an dieser Stelle auch noch zusammennähen könnt. So habt ihr dann nachher das perfekte Gummiband, was dann noch in den Bund eingeführt werden wird. Ich zeige dir nun die Methode, wie ich das Gummiband einnähe. Das zugeschnittene Gummiband habe ich hier an dieser Stelle mit einem elastischen dehnbaren Stich geschlossen. Und nun lege ich das Gummiband in meinen Bund schon hinein. Das heißt, ich öffne hier nochmal die Klammer, lege das Gummiband hinein und schließe an dieser Stelle die Klammer wieder. Das gleiche mache ich nun an der nächsten. Ich öffne den Bund, lege das Gummi hinein. Und schließe im Anschluss wieder. Das mache ich jetzt an jeder einzelnen Klammer einmal. Erst dann schließe ich in einem Rutsch die komplette Naht. Das hat den großen Vorteil, dass ich mich dann nicht abmühen muss, das Gummi da durch diesen Schlauch noch einmal durchzufummeln. Wenn jetzt die Bundnaht geschlossen wird, ist es wichtig, dass das Gummiband nicht mit festgenäht wird. Deswegen immer gut überprüfen, zum einen, dass die Kanten alle übereinander liegen und zum anderen, dass das Gummiband auch weit genug an der linken Seite liegt, damit es nicht festgenäht wird. Ich beginne immer hinten in der Mitte und zwar hinter der Naht. Die Mittelnaht schließe ich erst zum Schluss. Wenn ich vorne angekommen bin, ist es wichtig, dass ich mir hier das gerade lege. Das hier ist der Teil von unserer Hosentasche, von der Eingrifftasche. Das heißt, hier immer schauen, dass wirklich sämtliche Lagen, das heißt zwei Lagen Bund, dann die Hose und die Tasche ganz glatt übereinander liegen. An dieser Stelle befindet sich der Abnäher. Ich lege mir die Naht immer so, dass der Abnäher nach innen zeigt. Wenn ich an dem Abnäher auf der anderen Seite angekommen bin, muss ich auch dran denken, dass ich mir die Naht nach innen klappe. Falls das nicht ganz funktioniert, einmal das Nähfüßchen noch mal ein bisschen hochheben, damit der Nähfuß die Naht nicht doch noch zur Seite klappt. Als nächstes kommt dann hier die Naht von der Hosentasche. Das muss ich mir auch einmal alles komplett glatt legen. Wenn ich kurz vorm Ende angekommen bin, überprüfe ich nochmal, dass die Naht von dem Bund, die Mittelnaht, auch tatsächlich auf die Naht hinten von der Hose trifft. Jetzt ist der Bund einmal angenäht und alle überstehenden Fäden kann ich jetzt abschneiden.
Und so sieht die fertige Velara aus. Zwei bequeme Eingrifftaschen, die Fellknopfleiste. Insgesamt sitzt sie ganz locker, der Bund auf dem Hüftknochen und nicht zu eng. Kleine Po-Taschen. Und insgesamt, finde ich, macht das Ganze einen sehr schicken Popo. Ich hoffe, mit Hilfe dieses Videos kannst du dir jetzt auch eine wunderschöne Velara nähen. Wenn es dir gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch oder lass direkt ein Abo für meinen Kanal da. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib sie mir einfach unten in die Kommentare oder schick mir eine E-Mail an anna@einfach-nähen.de. Ciao!